BMW hat für 2024 ihre komplette Reise-Enduro-Mittelklasse neu aufgestellt. Heute geht es um die F900 GS und es freut mich, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Also wenn es dich interessiert, dann bleib dran. Ja, ich war die letzten 4 Tage da mit meinen Kumpanen in der Slowakei unterwegs. Wir haben so einen Enduro-Mischbetrieb Kurzurlaub gemacht. Also da war quasi von schlechten Straßen, guten Straßen, ein bisschen Offroad eigentlich alles dabei. Und mein BMW-Partner in Linz, der Höglinger und Denzel, den kennt ihr schon aus einigen Videos von mir, hat mir für dieses Wochenende wieder eine F900 GS zur Verfügung gestellt, um diese auf Herz und Nieren zu testen. Und dieses Video ist dazu da, dass ich euch mein Fazit zu diesem Bike präsentiere. Ja, das ist die neue F900 GS. Die ist heuer im März auf den Markt gekommen. Mhm. Wie viele vielleicht wissen, der Motor von der neuen GS, den kennen wir auch schon von der 900 XR und von der F900R. Mhm. Wir haben da einen 2-Zylinder wassergekühlten 105 PS-igen Motor, den, was man jetzt quasi in eine Enduro gesteckt hat. Okay. Mit 219 Kilo Gewicht, vollgetankt wohlgemerkt, wo man wirklich auch, sage ich jetzt einmal, ins Gelände fahren kann damit. Okay. Wenn wir kurz über das Fahrwerk sprechen, das kommt ja teilweise von Showa vorne, habe ich gesehen, und hinten ist ein ZDF-Federbein eingebaut. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, 230, 215 mm Federweg. Richtig, ja. Das Ganze ändert sich ja quasi mit dem Enduro Pro-Paket, heißt das bei euch, gell? Genau, also du musst da in der Ausstattungsliste das Enduro Pro-Paket mitbestellen. Dann hast du unter anderem, wie gesagt, wie du erwähnt hast, die 45 mm starke Schobergabel, das Sachs Federbein hinten, das Verstellbare. Okay. Du hast da Lenkerhöhung dabei und zusätzlich noch die M-Endurance-Kette. Das ist quasi diese wartungsarme Kette, die du quasi als Kunde nicht schmieren musst, sondern nur reinigen. Okay. Und bei den Service quasi einfach da punktuell noch geschmiert wird, sage ich jetzt einmal. Okay. Aber du als Kunde, sage ich jetzt einmal, nur die Aufgabe hast der Reinigung der Kette. Ja. Okay, das heißt ganz normal mit Kettenentfetter, genau, oder richtig, was? Einfach, genau, ja. Weißt du genau, wie funktioniert das eigentlich, so die wartungsarme Kette? Sind da spezielle Glieder wahrscheinlich verbaut? Genau, und in diesen Gliedern ist quasi der Schmierstoff verbaut. Okay. Und wie gesagt, durch die Verzahnung wird quasi jedes Mal ganz minimal ein Schmierfilm über diese Verzahnung drüber geschmiert. Okay. Und dadurch, sage ich mal, fällt für den Kunden eben das Wecker, das selber schmieren. Okay. Ja. Was kann man da circa für Laufleistung erwarten? Ist das ähnlich wie bei einer normalen Kette? Genau, richtig. Laufleistung zwischen 25.000 und 30.000 Kilometer, wobei man jetzt sagen muss, je nachdem, wie die Beanspruchung ist. Ja, wenn ich jetzt nur im Gelände fahre, natürlich, dann kann es sein, dass natürlich vielleicht auch noch 20.000 schon dementsprechend gar ist. Okay. Das Enduro Pro-Paket, ist das eigentlich, blöd gesagt, Pflicht, wenn man sich das Motorrad nimmt, dass man das im Gelände bewegen will? Oder wie fällt der Unterschied aus im Vergleich zum normalen Fahrwerk? Ich sage mal, also man muss ganz ehrlich sagen, es ist 50-50 von den Bestellungen her. Okay. Es gibt einen, die was sie ja kaufen, das halt ins Gelände fahren können. Ja. Und das kannst du mit den 21-12 Vorderrad, also das ist ja wirklich, und Geländebereifung kannst du damit bestellen. Und der andere sagt, mir gefällt die Optik sehr gut, aber ich brauche das nicht, weil ich fahre hauptsächlich nur auf der Straße. Also wie gesagt, das hält sich die Waage. Je nachdem, was bin ich für Typ, will ich einen Abstecher machen, will ich ein bisschen Gas geben im Gelände, dann würde ich es natürlich empfehlen, weil du einfach viel mehr Einstellungsmöglichkeiten hast von den Federbeinen und von der Gabel her. Mhm. Aber zwingend ist es nicht, sage ich jetzt einmal. Ja. Sie fahren auch so sehr gut. Ja. Okay. Wie ist es mir jetzt ergangen mit dieser F900 GS jetzt im Intensivtest? Wie gesagt, wir waren auf Reise die letzten 4 Tage. Das Ganze ermöglicht es, dieses Bike nochmal auf Herz und Nieren zu testen. Nicht irgendwie auf einer Präsentation kurz für 1-2 Tage zu fahren, sondern wirklich jeden Tag 5, 6, 7 Stunden auf dem Bike zu sitzen und dabei wirklich die ganzen Stärken und Schwächen dieses Bikes herauszufahren. Ja. Ich habe mir dieses Datenblatt zu dieser F900 GS angeschaut und mir war eigentlich relativ schnell bewusst, dass das ein sehr, sehr gutes Bike auf dem Papier sein wird. Es fällt eigentlich direkt in diese Klasse, in diese Reise-Enduro-Mittelklasse, kann man eigentlich nicht mehr sagen, weil wir sprechen da von einem Preis in Österreich ab 15.500 Euro, so wie sie da steht, 18.500 Euro.
und die direkte Konkurrenz, sei das jetzt von Ducati, die Desert X oder von KTM, die 98 Adventure R, machen es sehr, sehr schwer für BMW in diesen sehr, sehr gesättigten Markt vielleicht schon einzudrängen. Aber man muss trotzdem sagen, BMW ist da ein sehr, sehr großer Wurf gelungen. Diese F900 GS hat mit der Vorgängerin, der F850 GS, eigentlich relativ wenig zu tun. Sie hat sehr, sehr viel abgespeckt, sie hat an Leistung gewonnen und macht dieses Bike Offroad sehr, sehr fähig, sehr, sehr gut, und es ermöglicht einem sehr, sehr viele Möglichkeiten, gerade im Offroad-Betrieb. Wenn jetzt eine Maschine so wie diese besonders gut im Gelände ist, hat es natürlich Nachteile, vor allem auf der Straße. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass diese F900 GS nicht auf der Straße funktioniert. Das Fahrwerk funktioniert gut auf der Straße, der Motor passt auf der Straße mit den 105 PS genauso. Verbesserungswürdig, sagen wir so, wenn man viel auf der Straße unterwegs ist, ist der Windschutz. Und man muss im Hinterkopf behalten, mit diesem 14,5 Liter Tank hat man teilweise 250, 260 Kilometer Reichweite. Da muss man schon ein bisschen vorausplanen in Sachen Tankstellen, Suche, und das eigentlich immer im Hinterkopf behalten. Das ist, wenn man viel auf der Straße unterwegs ist, störend, ist aber Offroad wieder ein riesiger Vorteil. Denn dieser kleine Tank ermöglicht es, diese F900 GS von der Balance her eigentlich perfekt einzurichten. Also da haben die BMW-Ingenieure einen sehr, sehr guten Job erledigt. Denn diese Balance dieser GS ist eigentlich ihr größter Vorteil. Das merkt man dann vor allem im technisch schwierigen Offroad-Einsatzbetrieb. Denn es gibt eigentlich wenig Blöderes, wie wenn jetzt ein Motorrad mit einem riesen Tank sehr, sehr kopflastig ist. Und das hat diese F900 GS absolut nicht. Auch die Sitzposition auf dieser F900 GS ist im Vergleich zum Beispiel jetzt zu einer DNR doch relativ gemütlich. Man hat einen etwas breiteren Lenker drauf. Das macht das Ganze sehr, sehr leicht manövrierbar. Man fühlt sich da eigentlich immer Herr der Dinge. Und das kommt diesem Bike auch sehr, sehr zugute. Das im Vergleich zur DNR 700. Wenn jemand sagt, er ist rein auf der Straße unterwegs, dann schießt man da mit dieser F900 GS definitiv am Ziel vorbei. Dann ist das eigentlich ein bisschen ein Overkill. Auf so einem Bike gehören einfach Stollenraffen drauf, und das ist gebaut quasi für den Geländeeinsatz. Ja. Wenn wir über den Motor sprechen, 105 PS sind eigentlich für so eine 220, 215 Kilogramm Reisenduro vollkommen ausreichend, wenn man alleine unterwegs ist, auf der Straße, im Gelände sowieso, da brauchen wir nicht sprechen. Das in Kombination mit der sehr, sehr feinen Elektronik, mit den vier Modi, den die BMW hier zur Verfügung stellt, mit einem sehr, sehr gut funktionierenden Quickshifter, tue ich mir wirklich schwer, dass ich sage, okay, da kann ich technisch wirkliche Schwächen herausfinden. Die einzige grobe Schwäche, was mir ein bisschen zu zweifeln gibt, ist eigentlich der Preis. Wir haben schon gesagt, 18.500 Euro für so ein Bike, das man dann gerne im Gelände bewegt, ist schon happig. Ich weiß, die Konkurrenz verlangt eigentlich das Gleiche für ihre Offroad-basierten Mittelklasse-Reiseenduro, sei das jetzt Ducati, sei das jetzt KTM. Nichtsdestotrotz muss es einem eigentlich immer im Hinterkopf klar sein, dass man zum Beispiel eine DNR bei uns in Österreich für 12.500 Euro bekommt. Mir ist schon klar, da ist weniger Elektronik, weniger Assistenzsysteme, weniger Anbauteile und das ganze Zeug. Muss man für sich selber vielleicht sich die Frage stellen, ob man das braucht, ob man das will. Was man BMW schon sehr, sehr hoch anrechnen muss, sind die Anbauteile, die hier verbaut sind. Das erwarte ich natürlich auch für diesen Preis von 18.500 Euro, aber es sind da eigentlich standardmäßig relativ breite, gut funktionierende Rallye-Fußrosten drauf. Es sind gute Hebeleien drauf. Das vielleicht im Vergleich zur japanischen Konkurrenz im Hinterkopf behalten. Auch bei diesem Rallye-Pro-Paket ist serienmäßig die Lenkerhöhung drauf. Das macht es auch im Stehendfahren sehr, sehr komfortabel, und man packt quasi den Stier an den Hörnern und kann das ganze Ding eigentlich sehr, sehr gut manövrieren, auch dank dem breiten Lenker. Ja. Bemängeln, wenn wir schon von den Anbauteilen sprechen, muss man jetzt auch in erster Instanz wahrscheinlich den Motorschutz, der fällt bei dieser geländeorientierten F900 GS schon sehr, sehr klein aus. Die Krümmer sind relativ exponiert. Das Ganze hat dann zum Nachteil, dass man da einen größeren Motorschutz drauf packen muss, wenn man sagt, man fährt wahrscheinlich so TET- und ACT-Geschichten, ist ein größerer Motorschutz auf jeden Fall zu empfehlen. Wem würde jetzt so eine F900 GS ans Herz legen, empfehlen? Wenn du so eine F900 GS für dich kaufen willst, dann bist du auf jeden Fall ein Fahrer, der sehr, sehr gerne im Offroad-Betrieb unterwegs ist. Das Bike ist eigentlich maßgeschneidert dafür, für solche TET- und ACT-Geschichten, mit dem Gewicht von ca. 215 Kilo fahrfertig, mit diesen Federwegen.
Dafür musst du allerdings in Kauf nehmen, einen geringeren Windschutz als jetzt vergleichsweise zum Beispiel solchen Big Enduros wie hier hinter mir. Und auch mit dem kleineren Tank von 14,5 Litern, das resultiert in einer Reichweite von Servus. Das resultiert in einer Reichweite von ca. 250, 280 maximal Kilometern. Ja. Im Endeffekt muss man zu diesem Schluss kommen, dass das Motorrad eigentlich keine groben Schwachstellen hat. Es kann vielleicht für einen das falsche Werkzeug sein, sagen wir das einmal so. Wenn man sich das so vorstellt, jetzt hinter mir steht die R1250 GS Adventure. Das ist eigentlich so ein Brotmesser, wenn man das so vergleichen will. Und die F900 GS dazu ist eigentlich ein Skalpell. Das Ganze, wenn man das auf den Einsatzbereich überträgt, diese F900 GS ist ein Motorrad für jemanden, der sagt, ich fahre zum Großteil und gerne auf Schotter. Denn das ist der Einsatzbereich, den diese F900 GS sehr, sehr gut abdeckt. Das ist mit Abstand das geländegängigste Modell in dieser GS-Reihe. Da kann eigentlich kein anderes Modell mithalten. Ich habe in meinem Testbericht gesagt, wenn die große GS, also jetzt die neue 1300er GS, sowas wie ein Brotmesser ist, mit dem man eigentlich alles schneiden kann, ist die F900 GS sowas wie ein Skalpell. Auf wen zielt eigentlich die F900 Zielgruppe ab? Wen empfiehlst du jetzt so ein Motorrad eigentlich? Also wir haben da zum Beispiel Blocker, die was, zwei Blocker haben wir da, die was das Fahrzeug auch nutzen, durch Fotoaufnahmen oder was auch immer. Und das nicht sich immer alles in der Straße abspielt, sag ich jetzt mal, sondern der fährt halt immer gezielt rein ins Gelände, dass er halt dort seine besten Fotos machen kann. Wir haben natürlich auch viele Fremdmarkenfahrer, die was das Design sehr anspricht, sag ich jetzt einmal, die was sagen, hey super, das ist super für BMW, das ist modern. Aber wie gesagt, es ist quer durch die Bank alles dabei. Wir haben ein Tourenfahrer, genauso wie ein, der was jetzt das hauptsächlich am Gelände nicht nutzt. Also man kann alles verbinden damit. Also okay. Das ist sehr universell einsetzbar. Ja, genau so ist es. Ja. Was mir besonders aufgefallen ist, vor allem auch im Geländeeinsatz, ist eigentlich die Balance, die das Motorrad mitbringt. Also einen zentralen Schwerpunkt und auch die Ausbalancierung von Vorderrad zu Hinterrad, das merkt man vor allem, wenn man jetzt in technisch schwierigen Fahrbetrieben unterwegs ist. Ja. Das, glaube ich, macht das Ganze eigentlich mit Sicherheit zur Gelände freundlichsten GS, sage ich mal so. Gell? Genau. Und genau, ich glaube, so dort soll ich das auch ganz klar abziehen, oder? Genau. Und vor allem, eben wie wir zuerst angesprochen haben, das Enduro-Paket ist halt dann auch nur mehr gezielt ausgelegt durch die Fußrasten, durch die anderen, dass man auch stehend, sage ich jetzt mal, und durch die Lenkgehörn, durch die einzelnen Meter, natürlich auch stehend im Gelände lang unterwegs sein kann, ohne dass da irgendwelche Gliederschmerzen oder was auch immer auftreten. Ja. Also man kann entspannt stehend im Gelände damit fahren. Und wie gesagt, das ist durch das Enduro-Paket dann noch mehr gegeben. Okay. Was sehr polarisiert, du hast das vorher schon kurz angeschnitten, ist für mich persönlich das Design. Wir haben jetzt so für uns die Farbe, wie ist der Name so schön, wie hast du gesagt? Sao Paulo, gelb ist das, ja. Okay. Genau. Also wir haben drei Modellformen, das ist eben die Sao Paulo-Gelb. Wir haben den Style Trophy, das ist die blau-weiß-rote. Und wir haben es in Triple Black, das ist die rein schwarze. Okay. Die drei Farben haben wir. Also ich kann auch so viel sagen, das Design scheidet absolut die Geister. Also ich habe teilweise die Hälfte der Leute, was ich das gezeigt habe, gesagt, boah geil, ist immer was anderes, gell, das macht ein richtiger Eye-Catcher. Ja. Mir persönlich wäre es fast ein wenig zu viel, weil ich glaube, Design ist halt immer Geschmackssache und darüber lässt sich eigentlich nichts streiten. Gell. Da kann sich jeder, glaube ich, was picken, genau, was so einem Fern passt. Gell. Man muss sagen, es ist halt bei uns alles, was blau, weiß, rot ist, von der Form her, das ist das, was am meisten gekauft wird, sage ich mal. Und in dem Fall ist das eben von der Form her das Trophy-Modell. Die, was auch dann bei den Handschützen zum Beispiel den Metallbügel vorne dabei hat. Mhm. Also, ja, also das ist von der Farbgebung her die, was am meisten gekauft wird. Okay. Ja. Aber es hat ja jede Farbe was für sich natürlich. Seinen eigenen Charme. Ja, genau, so ist es. Ja. Okay. So soll es auch sein. Am Horst, was mich sehr interessiert hat, ich habe mich eingangs ein bisschen mit dem Motor befasst, der wird ja von euch gefertigt von BMW in China. Also richtig. Der wird in China ausgeliefert. Was genau hat das zum Bedeuten für einen Endkunden, der was das Motorrad kauft? Ja, China klingt aber, China und das kann nicht sein. Wir haben den Motor, wer es vielleicht weiß, ja, seit 2020 in der XR und in der F900R. Kompletter problemloser Motor. Die Fertigung vom Motorrad erfolgt ja in Berlin. Okay. Das Einzige, was von China kommt, ist eben der Motor. Mhm. Er ist entwickelt in Deutschland, wird dort auf Lizenz gefertigt. Okay. Kommt nach Berlin, der fertige Motor, und wird dann in Berlin eingebaut. Ja. Okay. Also es sind alle Qualitätsstandards in diesem Werk natürlich alles auf der BMW Motorradstandards und ein kompletter problemloser Motor. Also die Leute, die was eine 100er R oder XR fahren schon seit mittlerweile 4 Jahren,
die können wir das, glaube ich, nur bestätigen. Also, okay, das heißt, von dem her hat ein Endkunde eigentlich pro qualitätstechnisch keine Einbüßen zu erwarten, sage ich mal, wenn der Motor in China gefertigt wird? Gar nicht, überhaupt nicht. Okay. Nein. Man muss fairheitshalber dazu sagen, das machen ja eigentlich andere Hersteller in Europa genau dasselbe. Ja. KTM ist genau dasselbe Thema. Die fertigen in Indien und auch in China, soweit ich das weiß. Richtig, ist richtig. Ja, ist durch die Globalisierung und auch durch den, sage ich mal, teilweise Preisdruck, was entsteht, ja, wandert man leider halt in solche Länder halt dann aus. Okay. Wenn wir vom Thema Preisdruck sprechen, die Mittelklasse ist ja richtig hart umkämpft. Ich glaube, das fängt irgendwann bei einer Tenere, sage ich mal, für 12.000, 13.000 Euro geht jetzt mittlerweile, wenn ich mir das Preisschild anschaue, bis 20.000 Euro, kann man schon sagen. Ja. Vor uns steht die jetzt so mehr oder weniger quasi fast voll ausgestattet für knappe 19.000 Euro. Genau, 19.000. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt für den Kunden, was interessiert, jetzt nicht das große Thema, Preisthema. Mhm. Ich finde, das ist von der Positionierung her dort, wo es sein sollte, glaube ich. Es wird auch, sage ich jetzt einmal, glaube ich, qualitativ sehr viel geboten, sage ich jetzt einmal. Du hast auch serienmäßig schon einen Akrapovic drauf. Okay. Dann kauft er mir einen Akrapovic nachträglich. Braucht man nicht reden, der was weiß, der was sich auskennt, der weiß, was der kostet. Und also von der Positionierung her sind wir dort, wo wir hinkommen mit dem Motorrad. Ja. Stimmt, ja. Okay. Ja, das war eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich so ein bisschen an dem Motorrad gehabt habe, technischerseits oder eigentlich auch generell. Man muss sich jetzt, glaube ich, ganz klar die Frage stellen, wenn man so ein Motorrad kauft und man will damit ins Gelände fahren, man muss sich das ja bewusst sein, man fährt damit ein Motorrad für 19.000 Euro im Gelände und da muss man davon nicht gescheut sein, wenn das umfliegt, wenn das, es wird früher oder später passieren. Genau. Ja. Ich meine, es gibt natürlich Motorschutzbügel, alles mögliche, halt auch vom Zubehör, sage ich mal, ob das jetzt der Wunderlich ist oder Touratech. Es gibt Anbauteile, sage ich jetzt einmal, fürs Gelände, aber wenn ich jetzt viel dort unterwegs bin, wird es wahrscheinlich irgendwann passieren, dass es umfällt was auch immer. Ja, es bleibt nicht aus. Aber wenn dieses Motorrad die Nehmerqualitäten mitbringt, was zum Beispiel ein großer GS absolut mitbringt, dann bin ich da guter Dinge, muss ich sagen, dass das auch für die kleine GS eigentlich kleine Anführungszeichen zutrifft. Ja. Genau. Okay. Ja, Horst, das soll soweit gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank auch wieder für das Vertrauen, gell? Ja, gerne, gefällt mir immer wieder, wenn du was testest. Und ich bitte an jeden an, meldet euch einfach und probiert das Motorrad wirklich einmal. Dann fühlt ihr es und habt es auch fahrtechnisch im Auge, was das wirklich gerade das Fahrzeug. Also, das kann wirklich was. Super, vielen Dank. Alles klar. Danke dir. Wenn ich jetzt ein Fazit zu dieser F900 GS bilden muss, dann fällt es schon sehr, sehr gut aus. Ganz einfach aus dem Grund, da dieses Bike eine sehr, sehr gute Balance mitbringt, in Kombination mit diesen sehr hochwertigen Komponenten, sehr hochwertigen Fahrwerk, sehr hochwertiger Bremserei, dem sehr, sehr linearen, kultivierten, berechenbaren Motor. Das Ganze hat sehr, sehr viele gute GS-Gene in sich eigentlich. Ja. Wenn man jetzt Schwachpunkte suchen muss, dann wäre das definitiv der eben besprochene Unterfahrschutz. Dann wäre das für mich eigentlich auch der Preis, so blöd es klingt, aber für mich sind einfach 18.500 Euro für ein Geländemotorrad zu viel. Aber ansonsten tue ich mich sehr, sehr schwer, da wirklich konkrete Schwachpunkte für diese F900 GS festzustellen. Und das ist ja eigentlich wieder ein Vorteil für sich. Ja. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du da ein bisschen was draus mitnehmen konntest, dann gib diesem Video doch gerne ein Like, schreib mir einen Kommentar und abonniere den Kanal. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin, ride on, euer Julian.